Boden haben. Wenn du verstehst, was ich meine, wa? Nee, das wäre auf jeden Fall richtig cool. So, jetzt muss ich halt direkt unter dem Block stehen, weil er den sonst nicht abbaut. Bisschen ungewohnt, aber okay. Oh, verdammt, zum Hinbauen wird es richtig miese. Glaube ich. So, dann baue ich jetzt Holz Half Steps. Ja, war mir klar. Früher ging hier die Tür immer auf, wenn man was drauf fallen lässt. Aber ich glaube, da gibt es jetzt extra Druckplatten für. Die nur aufgehen, wenn man irgendwas drauf fallen lässt, glaube ich. Nein. Oh Mann. Verdammt. Nein. So. So, dann noch, okay, ist schon wieder außer meiner Reichweite. So, genau. Nein! Oh, okay. Ich glaube, hier hat die noch welche drin. Ja, zwei Stück, wow. Ein bisschen knapp, oder? Ja. Ich habe es mir fast gedacht. So, dann machen wir da erstmal wieder welche hin. So, die sollten uns erstmal genügen. Wenn es zu wenig sind, kann man nachher immer noch ein paar andere hin machen. Nein, oh. Jetzt habe ich es verdattelt, dass da drüben. Ja, kein. Der auch noch ein Weg ist, wo auch dann keine Wolle noch drauf ist. Noch keine Wolle. Zack, 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 zack. Zack, so. Hier hört die Wolle auf. Diesmal habe ich drauf geachtet. So. Ja. Nein, verdammt. Nein, so, nein, so, ja, boah, nein, oh. Boah, ist das ein Scheißdreck hier mit dem Bauen, ey. So, perfekt. Gut, dann haben wir hier jetzt eine Holzdecke. Aber irgendwie finde ich das hier oben ein bisschen scheiße. Irgendwie, das hatte ich am ersten Haus dann auch schon, wo ich dann hier ein Loch in der Mitte hatte, wo ich wollte, dass man runter gucken kann, was aber auch nicht so geil funktioniert hat. Hm. Wie mache ich das am besten? Naja. Vorerst jetzt mal egal, jetzt werde ich erstmal hier wieder ein bisschen was hinmachen. Soll ich hier vielleicht auch dieses Holz ein bisschen höher gehen lassen? Du, 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 du.
Momentchen mal. Können wir direkt wieder Zäune nehmen und hier wieder hinmachen. So, es ist 2 hoch, also müsste das Holz auch nochmal hier ungefähr dann 2 hoch und dann rüber. Halt, so, so. So, so. Hier, 1, 2 hoch. Und dann so rüber. Ja, okay, so meine ich Stadt. Dann machen wir nämlich hier auch direkt noch eine Treppe hin. So, und dann geht's hier ab ins nächste Stockwerk. Mann, ist das komplex zu bauen hier. Und dann kommt hier nämlich... Oder soll ich die Treppe schon 1 weiter vor? Ja, ich denke schon. Dann kommt hier die Wolle erstmal wieder weg. So, dann kommt direkt hier die Treppe hin. So. Und soll ich hier dann direkt vielleicht Holz machen noch? Das ist hier halt eine Dreiertreppe, hier eine Zweiertreppe. Nö, dann kommt hier auch nochmal eine... Ups, aua. Aua. Dann kommt hier die Treppe noch weg. Genau. Haben wir 2 Zweiertreppen. Und dann würde ich sagen, wir machen hier noch irgendwie ein Geländer hin. Da habe ich mir hier überlegt, vielleicht hier auch ein Glasgeländer hinzumachen aus Glasscheiben. Ja, komm, das sieht vielleicht ein bisschen moderner aus als so ein Holzzaun im Haus. Das sieht nicht so, passt nicht wirklich so zu einer etwas moderneren Villa, finde ich. Genau wie Holz eigentlich. Müssen wir Menschen richtig an. So wie im echten Leben, kennt er ja. Weil ein edles Holz macht man sich kein Gammelholz. Da macht man sich richtig schönes Mahagoni oder so. Ja, hier Holz kann man so lassen. Ich glaube, ja, ist okay. So, aber was ich mir echt überlegt habe, das könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ihr kennt ja alle Debitor-LPs Texture Pack. Ich habe mir überlegt, vielleicht da wirklich von seinem Texture Pack mal das Holz wieder rauszunehmen. Zum Bauen. Weil, ich weiß nicht, das Holz hier hat zwar gut zu dem einen Haus da gepasst, zu dem hier passt es aber nicht so wirklich. Da bin ich deswegen auch schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das wirklich machen soll. Es ist echt, es ist so eine schwere Entscheidung, weil ich will natürlich mein eigenes Texture Pack haben und ich will nicht, dass es dann irgendwann wieder heißt, ey, du hast dasselbe Texture Pack wie Debitor-LP. Was ich ja nicht hab, aber trotzdem. Das Holz, das hätte ich ja gern und ich meine, es ist ja auch nicht sein Holz, ich meine, er benutzt es ja auch nur für sich. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich werde es, glaube ich, wahrscheinlich einfach mal installieren. Oder halt das Holz mal nehmen. Und ja, wenn ich dann merke, hey, macht's wieder raus, Junge, du Romo. Dann sage ich, okay, gut, Leute, regt euch nicht auf, ich schmarret ja raus. Dann würde ich das auch noch machen. Ja, das kann man ja schon machen, wäre kein Problem. So, die Musik ist mir jetzt ein bisschen zu laut. Die auch. Obwohl, ne, wie ist der, war die Schmach? Die Wolle kommt da wieder hin, aber der kommt nochmal bei noch nicht. Nein. Oh, ma. Jetzt kommt erstmal hier nochmal so Half Steps hin. Nein, oh, ma, nein, oh.
Und dann habe ich nämlich keine mehr. Und dann werde ich nämlich... Hui. So, was sollte ich jetzt sagen? Genau, da wird dann ein Breiter gemacht hier. Und, ja, dass man drei, dass der Weg dann an, der Weg an sich dann auch drei Blöcke breit ist. Ja, komm, machen wir direkt alles Holz. Verarbeiten wir direkt alles Holz. So. Ach nee, halt, jetzt weiß ich, wo es hingehört. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier. Da habe ich nur 3 übrig, 1, 2, 3. So, perfekt. Ja, so, dann kommt hier Holz hin. Und dann kommt nämlich dieses, dieser Glaszaun, sag ich mal, der kommt dann hier auf das Holz. Dann würde ich sagen, hier geht es mal riesig hoch hoch. Genau, weißt du. Oh, da geht mir hier auch der Platz zum Bauen aus. Oh, Mano. Mano, Mano, Mano. Hm. Ja, ein bisschen großes Haus hier jetzt. Es wird auf jeden Fall ein größeres Projekt. Oder ist auch schon ein größeres Projekt. Aber was ich auf jeden Fall mache, ich werde da auf dem Berg irgendwie hochbauen. Da muss man mal gucken, was man macht. Aber hier kommt ja auch noch ein Stockwerk hin. So, hier kann das mal weg. So auch. Oder hier auch. Ich glaube, hier bleibt der Block. Yo. So. Oh, jetzt habe ich noch eine bessere Idee. Au, boah. Da! So, der Zaun hier kommt weg. Ja, das ist sogar eine bessere Idee. So, so, so. Treppen. Die kommen nämlich hier hin. So, und dann machen wir nämlich einmal so. Geht der auch noch weg. So. Ja, so. Komm her, du Fackel. Okay, die Fackel muss auch wieder weg. Muss weichen. So. Oder soll ich hier auch so... Nee, komm, ich gehe jetzt mal in mein Haus und hol mal so Glasscheiben. Wobei, nee, bessere Idee. Bessere Idee. Nein. Ich will das Boot jetzt halt nicht wegschubsen. Gehe ich gleich um die Ecke rein. Ich will es ja wirklich nicht wegschubsen. Erstmal pennen. So, dann gehe ich ins alte Haus und hole nur so Glasscheiben und dann machen wir hier an der Seite solche Glasscheiben als Geländer hin. Aber das wird dann im nächsten Part in der Nähe... Oh, 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 guck mal. Guck mal, hallo. Oh, 2 Schläge, sehr schön. Wo sind meine EP? Das mache ich dann... Oh, ich warne dich. Boah, erschreck mich halt so. Okay, ich werde jetzt erst hier alle Mobs killen. Auch wenn es nur Spinnen sind. Auch die können mal ihre Meinung ändern. Auch die können mal sagen, nö, jetzt mögen wir nicht mehr. Nicht dich, nicht mehr. Was ich schön finde, dass die mich nicht angreifen, wenn ich ihre Artgenossen neben ihnen töte. Aber das wäre krass, wenn die da wären, wie ihr, wie die Schweinepriester Kollegen da unten in der Hölle. Oh.
So, jetzt aber. Ins alte Haus und Scheiben holen und bis im nächsten Part wird wahrscheinlich auch das andere Holz dann tatsächlich drin sein. Und ja, dann war's das mit der Aufnahme. Dann verabschiede ich mich jetzt. Und man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.